Moin Moin und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, der Schansen. Und ja, wir gehen unseren drei Sonnenscherben jetzt zu Horus direkt. Gucken, was der von uns will. Euer Sterblicher hat euch zu diesen Fragmenten geführt. Nun müsst ihr mit Petar sprechen, um sie zu vereinen. Ach, der Handwerker. Okay. Geht in Frieden. Kehrt sicher zurück. Machen wir. Ah, lass mal gucken. Gibt's hier neue Quests? Ja, guck mal. Beeindruckend. Und ein Fertigkeitspunkt. Immer gern genommen. Müssen die anderen Aufgaben auch mal alle lösen. Vielleicht machen wir eine Folge, wo wir nur Aufgaben lösen. Wäre auch nicht schlecht. Gut. Also Petar. Gucken, ob er uns diese Scheibe zusammensetzen kann. Sollte er ja können. Dafür ist er ja der Handwerker, ne? Gut. Ah, da steht der Schwachkopf. Habt ihr Neuigkeiten? Klar. Ich schätze eine Arbeitspause. Ja, gebt mir die Fragmente. Bitteschön. Sie trägt jetzt eine andere Krone, aber diese, für diese wird sie zurückkommen, wenn auch für niemanden und nichts anderes. Nehmt sie. Sie zerfleischt. Sie ist die Verschlingerin. Sie kennt kein Pardon. Zuweilen lächelte sie und lachte und liebte. Egal. Jetzt zeigt, was ihr könnt. Ich schätze eine Arbeitspause. Wenn sie gute Werkzeuge herstellen, habe ich nichts gegen sie. Ich schätze eine Arbeitspause. Ich gucke noch mal kurz nach den Waffen. Vielleicht können wir unsere Waffen ja noch mal verstärken. Dass wir irgendwelche neuen Waffen bekommen. Stachel. Steinmetzachs. Da haben wir das nicht, ne? Oh, das Schild können wir verbessern. Ich glaube, Knochen und Kupfer erst verkauft er doch hier, oder? Knochen hat er da. Gleich mal mitnehmen. Kupfererz hat er auch. Die wollte er haben. Wie viel brauche ich nochmal? Hier mal kurz gucken. Wie brauche ich da? Oh, noch vier Stück. Okay. Gut. Können wir direkt vollenden hier. Zwar ein bisschen was, aber ist eigentlich das gleiche, oder? Oh, lass mal machen. Nee, das geht nicht. Da brauchen wir Kupferbarren auch für. Weiß man, für das Schild fertig machen. Okay, das kriegen wir gar nicht hin. Okay, aber das, die beiden Schilde können wir ja schon mal verbessern. Das ist schon mal nicht schlecht. Lass uns das einmal machen. Und jetzt. Da brauchen wir ein bisschen mehr Kupfer, um daraus den Barren zu bauen, ne? Okay. Ja, okay, da brauchen wir drei Kupfer jetzt. Okay, was haben wir eigentlich alles? So. Noch ein. Was mache ich hier? Ich kann auch theoretisch einfach alles auf einmal machen, oder nicht? Genau. Dumm. Will ich alle einzeln aus. Gut, dann lassen wir Kupferbarren machen. Kann ich hier auch mehrere auf einmal? Hier geht's nicht. Hier muss man die einzeln anfertigen. Okay. Und 10 Stück, glaube ich, ne? Ich glaube, wir brauchen 10. Wir brauchen noch ein bisschen Kupfererz. Und jetzt können wir das doch bauen. Ja, perfekt. Guck mal, haben wir den schon um 2 Sachen optimiert. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Fürs Ultimative brauchen wir natürlich bessere Sachen. Haben wir nicht. Gut, aber jetzt fehlen uns noch die ultimativen Sachen für die Waffen. Was ist das hier? Helm. Okay. Ich glaube, da habe ich schon eine gute Rüstung eigentlich, sondern ich glaube, es gibt noch bessere, aber ich glaube, die hier ist eigentlich okay. Meine ich. Hm, aber wir gehen ja jetzt gegen Zack mit. Das heißt, sie wäre ja der nächste Boss, glaube ich, ne? Ich glaube, damit können wir sie auf jeden Fall killen. Dafür brauchen wir ein bisschen bessere Ausrüstung. Mal gucken.
Ja. Okay, noch ein bisschen Kupfererz. Damit wir das alles ein bisschen hochbauen können. Und jetzt können wir doch für sie die Ausrüstung kaufen, ne? Das können wir nicht, okay. Diese Bronzenbarren, Lederhaut, das ist ja jetzt blöd. Dann kaufen wir für sie aber die Sachen, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, okay. Kommen wir die komplette Ausrüstung können wir kaufen. Und die noch bessere, weil da brauchen wir wahrscheinlich wieder irgendwas Besonderes, ja, okay. Die findet man wahrscheinlich die Sachen bei den Nebenquests, kann man die natürlich machen oder in bestimmten Gegenden, bei bestimmten Nebenquests kriegt man natürlich mehrere Sachen. Aber ich bin jetzt eher so auf die Hauptstory gerade so ein bisschen gespannt. Nicht ganz so auf diese Nebenquests. Lass das mal alles kaufen hier. Beziehungsweise herstellen. Damit unser Vogel nicht immer ganz so schwach ist. Und plus 8er beim Schaden ist ja schon nicht schlecht. Gut. Hier können wir glaube ich nichts mehr bauen. Da brauchen wir Zinnerz. Und Zinnerz können wir nicht herstellen. Und können wir auch nicht kaufen bei ihm. Geht wahrscheinlich erst später. Ich schätze eine Arbeitspause. So, dann lass uns das mal anlegen, oder? Gucken, einmal anlegen. Nee, nicht das Tier, sondern. Ah, ich kann den Charakter so wechseln, okay. Gut, ab der Vogel. Ja. Aber wo sind denn die Sachen für den? Hä? Huch, jetzt habe ich ihn verwandelt. Das will ich gar nicht. Was ist das alles hier? Wo habe ich denn nochmal? Hä? Wo kann ich denn nochmal die Rüstung? Ach, da. Okay, okay. Halsband, das kriegt der Vogel auch mal auf. Und. Ja, kriegst du auch noch. Jetzt will ich noch die Figur auch noch. Die hat auch noch Rüstung. Für die Figur hatte ich auch noch Rüstung. Also für seine menschliche Gestalt. Beziehungsweise. Ja, okay. Gut. Dann lass. Oh ja, da sind die. Gut. Auch alle rauf da. Plus. Damn. Oh, sieht doch schon stattlich aus. Das war's. So, dann lass mal weitermachen mit der Quest. Und es sackt mit in die Fresse hauen. Naja. Lasst mich meine Werkzeuge zum Einsatz bringen. Wo muss ich denn hin? Stattet euren Trupp mit meinen besten Kreationen aus. Wo muss ich denn hin? Meine Schmiede erwartet euch. Ja, ja, deine scheiß Schmiede. Lasst mich mein... Geh auf die Karte, Inventar. Questbuch. So, die Macht einer Löwin. Ra, um den Weg zu Sachmet freizugeben. Ach, das Auge. Legt die Sonnenscheibe das Auge des Ra. Der wo ist denn das Auge? Also die Karte kann man die Karte noch zeigen, oder? Was ist noch für Quests hier da? Da müssen wir hin. Wo ist das? Ach, das Ding in der Mitte. Okay, ja, das ist ja nicht so das Problem. Da können wir direkt hin. Perfekt. Ah, die Ladesequenzen sind etwas lang. Okay. Erfahrt mehr über die Steuerung, Tutorials, Geschichte und das Bestarium in euren Kodex. So. Bin leicht gespannt. Ach, da müssen wir hin. Okay, ach, guck mal, das ist das Ding in der Mitte, was wir immer gesehen haben, wo wir vorbeigeritten sind. Wo diese vier Statuen rundherum liegen. Gucken wir mal. Das ist auch ein bisschen verrückt. Irgendwas.
Guck mal. Jetzt öffnet sich hier so ein Stargate oder was ist das? Das sieht schon ziemlich imposant aus. Jetzt kann ich da. Was kann ich jetzt machen? Kann ich da reingehen? Ich kann hier gar nichts machen. Dann kommt er automatisch rein. Okay. Ah, okay. Ah, man ist automatisch da, okay. Also, wo auch immer. Das ist ein Portal, ne? Okay. Eine Bestie, die Sekhmets Festung wie einen Streitwagen zieht. Aber ich war dich nicht kommen sehen. Rein daher rein. Beeilen wir uns nicht. Überwältigt. Das ist das Teil, was wir bald mal gesehen haben, was gezogen wurde. Okay. Nicht, wenn ihr diese Bestie fangen wollt. Nicht mal eine Gottheit könnte den Turm von hier aus erklimmen. Ihr braucht keine Gottheit. Ihr braucht eine größere Bestie. Wollt ihr mich loswerden? Ich würde auf das Geschirr zielen. Auf das Geschirr zielen? Komme ich nach ran? Oder kann ich an der Seite vorbeireiten? Ja, okay, das geht. Ja. Das ist natürlich so schwierig. Alter, geht mir das Viech an hier. Was ist denn? Guck mal hier. Guck mal bei den AT-AT-Walkers von Star Wars. Wow. Ach, da oben ist so ein Ding, da muss ich ran. Okay. Nein, ich bin abgesprungen, weil er schwer gezogen hat. Das gemacht? Ja. Scheiße. Ihr seid ach, das nicht Ganze mit noch mir mal. Fertig, oder? Okay, das Ganze noch mal. Na gut. Kommt gleich noch dran vorbei. Ich werde wahrscheinlich vorher rausholen, ne? Ja. Los geht's. Das ist ziemlich groß. Da drin ist die. Katzenlady? Ich weiß es nicht. Kann man zwischen die Beine reiten? Nein, das gemacht. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr nach vorne. Das Bein nicht erwischt. Jetzt. Okay, das geht. Da oben ist das Ding ganz hoch. Yes. Oh. Ach, ich kann auch durchrutschen. Okay. Ich stecke zwischen den Zähnen fest. Ah, okay. Das ist schon ziemlich cool. Ich hätte nie gedacht, wie erleichternd das Erklimmen meiner Welt. Das ist ein bisschen cool. Klettern? Okay. Ja, der Pirat kann das natürlich. Wo ist denn das da hin? Ja, okay. Muss mich aufpassen. Ich hab keinen Bock, wieder runterzufallen. Ich hasse ja Klettern. Das ist wirklich nervig. Fein, fein, fein. Und? Zieh dich hoch! Perfekt! Bei Hochgeschwindigkeit über einen schwankenden Riemen balancieren? Ein Klacks. Oh, ich komme nicht ran, komm nicht ran. Ah, gut, ich komme hier wieder. Lass mal anderen nehmen. Okay. Komm ran. Perfekt. Signaturangriffe. Eure Gegner setzen all ihre Macht ein, um mächtige Signaturangriffe auszuführen. Okay. Möge Sekhmet im Inneren sein.
Ja, das werde ich. Solange ich in Blut bade, werden meine Klauen und Zähne eure Feinde in Stücke reißen. Mit wem spricht sie? Sie ist allein. Keine Ahnung, mit wem sie spricht. Ihr habt mich gerufen. Das ist schon ein bisschen komisch. Oder nicht? Kommt raus? Ich verstecke mich nicht. Kleine Maus vor allen Dingen. Ihr habt euch in den Ruinen versteckt. Habt euch an der Brücke davon gemacht. Sprecht ihr mir nicht von Mut. Genug, Spielchen. Ihr könnt nichts von mir nehmen. Wie recht ihr habt. Ich habe langsam genug von euch. Ah, okay. Wahrscheinlich kommt eine Zwischensequenz. Da ist die sexy Frau. Ich kann euch praktisch jetzt schon schmecken. Lasst mich nicht ungerecht. Das ist die Frau von Paket, von unserem Handwerker. Jetzt werdet ihr nichts weiter sein als ein Fleck auf meinem Boden. Göttliche Begleitung, steht mir bei. Was ist das? Oh, wer ist er denn? Kann ich mich reinzoomen mit dem? Kann ich tatsächlich? Okay, jetzt habe ich hier Schwert und Schild. Oh. Ah, okay. Sachen, die wir zusammensetzen, müssen wir nun zerstören. Da baut sie ein. Oh, sie ist sauer. Oh, die Haut. Oh, die Haut. Alter, die Haut aber schnell stehen. Oh. Karriere. Oh, weg hier. Rot. Nein, als Hecken. Ich kann es ansehen. Auf dem Kopf kann ich nicht ansehen. Okay. Oh, gib die Fresse. Was macht sie jetzt? Was macht sie? Ich kann mich rüberziehen. Oh. Ein Schild davor halten, das reicht. Ich will kein Leben, solange ich das Schild habe. Cool. Ich fahre einfach weiter mit meinem. Ich komme nicht daran. Ich kann nicht zu Mitte zählen. Das ist nicht. Boah, hier da. Und da Feuerding auf mich drauf. Ich möchte nicht in Blut baden. Okay. Boah, ich bin Wellen nach hinten da. Das ist ein bisschen hektisch gerade. Oh, Feuer. Oh, fuck. Oh. Kann der nicht treffen. Oh. Ah, die ist ja nervig. Das ist nervig. Das wird nicht mehr leben. Also am Anfang ging das so gut. Jetzt wird sie kaum noch leben. Das ist schon sehr nervig. Umlenken! Schenkt sie zurück! Oh, Mist. Getroffen. Ich will gar nicht mehr leben, kann das sein? Aber irgendwas falsch. Was will ich denn machen? Ich will nicht mehr leben zu dir. Ich komme auch nicht ran an sie, ey. Kann ich hier irgendwas machen? Sie ein Schild in die Fresse werfen? Das geht nicht. Das schützt mich ja das Schild, ne? Ah, guck mal, jetzt kann ich sie. Ah, jetzt kriegt sie das Schild. Oh, jetzt geht das Leben gut runter. Oh, sie hat keinen Bock, sie hat keinen Bock. Was macht sie? Was ist das? Welche Kugeln fliegen da? Oh. Kann ich kaputt machen, glaube ich, oder? Kann sie... Ach, das ist ihre Lebenskugeln, okay. Oh, scheiße. Und die schießen vor... Eieiei. Oh, das war scheiße. Macht sie hier kommt. Ich will jetzt das Leben gerade. Oh. Mach doch mal jetzt hier kaputt. Alter.
da ist jemand schon abgeschlossen. Oh nein, wir immer noch leben. Block den Strahl und schick die Schüsse zu ihr zurück. Achso, okay. Oh, was passiert? Das war's. Was mit dir, du kleine Bitch? Verschwunden. Ich spüre Seth nicht mehr. Bitte? Wir sollten Ma'at wiederbringen. Tötet sie für ihre Taten. Seth hat Sekhmet entfesselt. Nicht ich. Ich bin Bastet. Seid kein Narr. Sekhmet und Bastet sind eins. Sie ist auch hier. Aber die Macht von Seth nicht. Sie ist eine Mörderin. Es liegt in ihrer Natur. Sie ist eine Göttin. Sie kann sich nicht ändern. Fragt nicht, was für eine Göttin ich bin. Fragt, welche Art von Gottheit ihr seid. Wie wollt ihr Ma'at wiederherstellen? Ich kann sie nicht töten. Ich dachte, es gibt vielleicht eine Option, dass man wählen kann, sie zu töten oder sie freizulassen. Aber ich kann sie nur freilassen. Das ist ja ein bisschen blöd. Finde ich. Das finde ich schade. Ich bin eine Mörderin. Das wäre cooler gewesen, mir lieber nicht, solange es andere Entscheidungen geben würde. Also werde ich Ägypten verlassen, bis seine Macht schwindet und ich Wiedergutmachung leisten kann. Doch den ersten Schritt kann ich bereits tun. Abraham, der Tod eures Vaters tut mir so leid. Oh, du stirbst leider nicht. Ihr Entlassung. Euer Werk. Sein Schicksal erledigt. Ihr seid ein Gott. Und ich hasse Götter. Sekhmet am allermeisten. Sekhmet sollte fort, sodass sie keinem Vater mehr schaden kann. Und das wird sie nicht. Gottheiten sind noch Mistkerle. Doch nun habe ich Hoffnung, dass sich das ändert. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. Und ihr könntet noch immer von Nutzen sein. Es gibt noch viele Schätze im Sand zu finden. Nehmt ihn. Ach, der Stein. Der Stein der Hoffnung. Sekhmets Schreckensherrschaft ist vorüber. Gut gemacht, Wächtergottheit. Kehrt zum Versteck zurück. Horus erwartet euch. Gut. Jetzt haben wir diesen Ma'at-Stein und müssen ja mal gucken, was wir mit dem machen sollen. Den müssen wir auf jeden Fall ja Horus geben. Ihr seid zurück. Der uns ja bestimmt welche irgendwas damit. Bringt ihr? Ist er mein? Ja. Ich glaube nicht, dass Ma'at mir gehört. Wie bekamt ihr ihn von Sekhmet? Naja, ich hab sie. Ich habe sie ja gehen lassen, was ich rumlügen. Was ist passiert? Wo ist meine Frau? Na los, ich habe sie befreit. Ach, und sie kommt das zurück. Das ist mir gleich. Sie ist am Leben. Und sie ist frei. Manchmal ist Mitgefühl stärker als Gerechtigkeit. Ihr stelltet Ma'at wieder her. Nun überreicht ihr den Stein. Klar, kriegst du den Stein. Ich sehe jetzt mehr von dem Weg, der vor uns liegt. Oh, cool. Ich bin hier, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Okay. Ruht euch in eurem Quartier aus. Ja, das machen wir dann. Und ich glaube, wenn wir uns eh jetzt ausruhen müssen, dann können wir auch für heute Schluss machen. Denn dieser Kampf hat mir ein bisschen viel abgefordert gerade, merke ich. Ich bin ganz schön schwitzen gekommen bei diesem Kack. Truhe kann ich immer noch drauf machen. Gut, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hau mich jetzt aufs Ohr und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.